So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Joyful Samurai. Dieses Mal seit langem mal wieder mit dir direkt, Albert. Ja, Ewigkeiten. Durchaus schon ein paar Sachen zusammen aufgenommen, aber jetzt noch nie hier auf dem Channel. Von dem her ziemlich cool. Ich habe mit Chris ja die Tage schon mal drüber geredet, was bei mir so in Bezug Joyful Samurai alles Neues gab. Aber auch wir haben schon eine Weile nicht mehr geredet und da kommen jetzt einige neue schöne Möglichkeiten, Leute zu verbinden und Projekte voranzubringen. Also erzähl doch, wo stehst du denn? Ja. Also, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen von der Zaubergartenreihe, die wir hier gemeinsam aufziehen, einmal ausgehen, dann haben wir jetzt einen schönen Zwischenstopp. Das ist für mich so ein bisschen so das Bergfest, also halbe Strecke. Wir haben jetzt doch 5 bis 6 wirklich fantastische Experten zum Thema ökologische Lebensweise, autarke Lebensweise und eben Gemeinschaften der Zukunft, Zaubergarten der Zukunft interviewt, und da ist einfach ein derartiges Boosting an Informationen zustande gekommen, dass ich jetzt mich schon freue, das immer wiederum ein bisschen herumzuerzählen. Aber nicht genug sind jetzt schon 5 bis 6, circa 5 bis 6 Menschen jetzt einmal schon gescheduled, die von der anderen Seite Expertisen bringen, nämlich von der Seite des Geldes und des Besitzes. Das heißt, Menschen, die Sachen schon realisiert haben, wie biomedizinische Hotelprojekte, die auch eben im Bereich Architektur viel gemacht haben oder einfach fantastische Netzwerker sind, die sich einfach ein Stück Land auf Sardinien gekauft haben. Das sind Menschen, die jetzt sozusagen als die Antwort auf das Angebot des neuen Weges da zur Verfügung stehen, einmal ihre Expertise, also mehr oder weniger ein bisschen das Oldschool-Wissen, wie tickt die Welt noch und wie funktioniert sie vor allem erfolgreich, zur Verfügung stellen. Und da sehe ich dann ganz viel Potenzial, wenn wir aus dieser Interviewserie dann vielleicht dann so unsere ersten Symposien machen. Das heißt, dass diejenigen, die Know-how haben, tatsächlich auf diejenigen treffen, die Land haben, aber keine Zeit haben für Know-how, und aus dem dann heraus kristallisieren, was da passieren möchte. Also da freue ich mich sehr. Und privat hat sich auch einiges getan. Frage? Richtig krass, dass das schon 5 bis 6 sind. Das wusste ich gar nicht. Also ich wusste jetzt nur von dem Schomber heißt er, glaube ich. Genau, der Hans-Jürgen Schomber, der bereits schon eben ein sehr erfolgreiches Schlosshotel nach FX Meyer gemacht hat. Dann haben wir den Massimo. Und dann haben wir, also es sind jetzt ein paar Dinge, die jetzt noch nicht fix sind, aber es sind einfach, ich habe das Gefühl, dass am solidarischen Dorf, das wir jetzt bald interviewen werden, sich noch sehr viele Dinge anhängen werden. Und dann haben wir vielleicht auch hier in Liebnitz die Möglichkeit, einmal mit dem Direktor der Liebnizmühle, der hier ein Hotel, also ein Wellness-Hotel führt, vielleicht auch nochmal was zu machen. Und auch im Bereich den Vereinen, die bereits schon nach Land suchen, also Alvital und eben auch Gaia suchen dann konkret und sind auch schon fündig geworden. Spüre ich, dass wir vielleicht mal mit diesem Bauern, der dieses Land schon besitzt in Österreich und bereits, also der hat 168 Hektar, und der freut sich, wenn Leute kommen und ihm da bebauen helfen. Also der ist kurz vorm Burnout, der braucht dringend Menschen, die hier anpacken und ernten wollen und auch durchaus da hier Land bis zu einem gewissen Grad mitgestalten und auch Gemeinschaft gestalten. Also es wird spannend, es wird sehr spannend. Ja, voll. Vor allem finde ich spannend, dass gerade von allen möglichen Seiten, also das ist auch mit dem anderen Martin, mit dem ich dich connecten wollte, der ist auch speziell auf der Suche nach solchen Leuten gerade. Und auch mit einigen Gemeinden im Kontakt, um mit denen zu reden, wie offen die für solche Projekte sind bei sich in Sachsen. Und das Coole ist, der hat wen kennengelernt. Ich habe da jetzt noch nichts zurückgehört. Ich habe den mal gebeten, da auch Connection herzustellen, weil Augsburg ist ja nicht so weit von mir weg, zumindest nicht so weit wie ihr. Und der hat wohl einen ziemlich wohlhabenden Banker kennengelernt, der voll im System war bis vor kurzem und dann Ayahuasca-Zeremonie gemacht hat und seitdem jetzt komplett umgepolt ist und sich in Klick. Augsburg Sehr gut. Danke, Ayahuasca. auch schon ein Stück Land gekauft hat. Wow. Also dazu habe ich jetzt auch noch einen, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Ich glaube, den Massimo.
Das ist ein unglaublicher Netzwerker, der auch eben im MLM sich einen Namen macht, nämlich im Lavilight, und der eben auf Sardinien bereits schon was gemacht hat, beziehungsweise wo seine Familie auch lebt. Also der ist ja selber Sarde. Und der hat mir heute geschrieben, nachdem ich ein Seminarfoto gepostet habe, er möchte gerne mal bei mir ein Seminar machen, und er kommt gerne mal nach Österreich und schaut dann mal, ob er dabei sein kann. Das hat ihn sehr inspiriert. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch also eine ganz feine, eine feine Verbindung ist, weil der sehr in der Bewusstseinsarbeit ist. Also der hat, seine ganzen Kunden sind nur in der bewussten Ecke, also die rekrutiert er alle über die spirituellen Seminare. Sehr cool, ja. Ja, magst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, was denn das solidarische Dorf ist, was du vorher mal kurz angesprochen hast, und inwieweit das jetzt uns vielleicht auch deutlich voranbringen kann mit dem Konzept, die schon fertig stehen bei denen? Ja, also solidarisches Dorf ist sehr, ein sehr spannendes Projekt, eben weil es nicht von jungen Leuten getragen wird, sondern eigentlich von Menschen, die bis zu einem gewissen Grad die erste Welle der Befreiung schon ein bisschen erlebt und gelebt haben, also eben der Autor Alanda Baltusee, Michael Limbach, Corinna Beilharz, lauter so Menschen, die jetzt, sage ich jetzt mal, über 50 schon sind und diese ganzen ersten Pionierarbeiten hinsichtlich Zeck zum Beispiel, Tamara, also Daman Hur, wirklich am eigenen Leib erfahren haben, beziehungsweise was Eigenes aufgebaut. Da schon auch die ersten Erfahrungen gemacht haben, was eben so oft nicht funktioniert hat. Wir haben ja von Matthias Wölfele von Daman Hur ja miterlebt, dass 87% oder waren es 82% der Dorfprojekte, der Gemeinschaftsprojekte, die starten, immer an den sozialen Strukturen zerfallen. Also da an den Benimmregeln, an dem einfach der Tatsache, dass es Regeln überhaupt geben darf. Und diese wollen die jetzt eigentlich ganz bewusst sehr, sehr konkret und auch sehr, sehr klar formuliert haben. Und ich habe die Ehre, in dieses Ethikkomitee da gewählt worden zu sein. Und das ist wirklich für mich eine Ehre, weil die nehmen da nicht jeden. Also die nehmen wirklich Leute nur, wo sie das Gefühl haben, das ist, da ist eine Erfahrung. Ich spüre auch, dass ich auch ein bisschen eben durch das Wissen von Gottfried da hier auch ein bisschen Hilfestellung geben kann, zwecks Struktur und strategischer Aufbau von diesen Geschichten, weil das ist alles noch in ein Freizeitprojekt, also die sind alle berufstätig und treffen sich halt nur einmal im Monat. Und dementsprechend geht das sehr, sehr langsam, aber doch beständig voran. Und ich spüre, dass da hier mit unserem Netzwerk vor allem da vielleicht noch einmal so ein richtig schöner kleiner Boost in diese Richtung passieren kann. Was ich dort wirklich mitnehme, ist einfach, dass sie bereit sind, hier wirklich sehr fundiert dieses Konzept zu schreiben. Und dass das wirklich, also da ist ein Mastermind dahinter, von dem man definitiv auch noch lernen kann. Ja, sehr, sehr cool. Was siehst du so als die nächsten Schritte für uns, für unser Netzwerk, ob im Optimalfall jetzt, um eben diese solidarischen Dörfer zu verwirklichen? Ja, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer zunächst einmal eben Informationen weiterhin zusammenzutragen von Dingen, die bereits schon irgendwo einen Fluss haben, einen Zug haben und sich gegenseitig brauchen. Das ist einmal mal wichtig, bevor wir uns sozusagen hineinstürzen in irgendein Dorfprojekt, sollen wir vielleicht einmal schon die Leute connecten, die jetzt schon bereit wären. Ich spüre nämlich, dass ich meine Erfahrung mit Dorfprojekt gerne wirklich am eigenen Leib machen möchte. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, eben zu meiner lieben Frau, der Irene, die ich ja keltisch geheiratet habe, also für ein Jahr und einen Tag, in die Gemeinschaft zu ziehen. Also sind hier noch zwei Wohnungen frei. Diese Community ist eine fantastische Brücke zwischen altem und neuem Bewusstsein, denn wir haben hier kein klassisches Ökodorf, sondern wir haben eine Wohngemeinschaft, die ganz klar vom Land Niederösterreich verwaltet wird. Waldviertler Wohnen stellt diese Wohnungen zur Verfügung, die werden angemietet, teilweise sind sie gefördert durch das Land. Wenn man eben nicht so ein gutes Einkommen hatte, gibt es da die Möglichkeit. Aber hier wird sehr gepflegt, das Gemeinschaftliche, und es wird eine andere Art, also es ist eine ganz spezielle Philosophie, die ich schon wichtig finde, dass sie Erwähnung erfährt. Denn hier sind vor allem Frauen mit ihren Kindern eingezogen, und es sind vor allem Frauen, die durch das alte System durchaus verletzt waren, also die durchaus an diesem ständigen Druck, diesem Hamsterrad
entfliehen mussten, weil es sie einfach sozusagen gesundheitlich geschädigt hat. Und sie haben hier etwas auf, sie bauen hier etwas auf, wo sie sagen, wir gehen jetzt einmal ganz bewusst weg von diesem alten System. Wir versuchen jetzt hier wirklich von einem Impuls zum nächsten. Und das läuft eben auch darauf hinaus, wovor der Matthias und viele andere auch warnen, es gibt hier auch wenig Regeln. Also es wird sehr darauf geachtet, dass die Impulse authentisch sind, dass viel kommuniziert wird. Also per WhatsApp-Gruppe wird sich schon gegenseitig verständigt. Aber wenn jemand gerade nicht gut drauf ist, dann kommt er halt vielleicht mal zu einem Meeting nicht oder er kommt auch vielleicht mal zu einem Essen nicht. Und das wird hier sehr respektiert. Und das ist natürlich ein bisschen manchmal auch ein Chaos, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich spüre, wenn wir es jetzt groß spirituell sehen, ja, dass wir ein Jahrtausende Matriarchat hatten, dieses Matriarchat dekadent wurde und daraus das Patriarchat kam, das eben sehr kurz nur war, sehr effizient und auch sehr grenzwertig, wie wir es jetzt auch alle in der Krise erleben, dann ist es nur recht und billig, wenn jetzt das Pendel der Heilung einmal ein bisschen ausschlägt, sozusagen einmal den Frauen die Möglichkeit gibt, einmal überhaupt sich zu finden. Das ist eine Phase, die nicht ideal ist, aber notwendig. Und da braucht es auch bewusste Männer, die das tragen, die sagen, okay, ich kann eigentlich mit dieser Struktur nicht, aber ich halte den Raum und lerne, so viel wie möglich, wenn man so will, kriegerisch gesprochen, auszuhalten und vielleicht dabei aber auch noch ein Geschenk mitzunehmen. Und das merke ich, kommt hier immer mehr, denn es funktioniert hier. Also die sind hier nicht zerstritten, die haben ihre Themen, aber sie kommen immer wieder auf. Deswegen so, weil alle auch eine sehr starke Bewusstseinsarbeit im Vorfeld erlebt haben. Und da spüre ich, kann ich sicherlich auch viel beisteuern, auch von meiner Körperarbeit, auch für die Kinderbetreuung. Und es ist ein Feld, das mich sehr lebendig hält und mich sehr produktiv hält. Und das wird für die Körperarbeitsseminare Löwenherz und Drachenkraft, die jetzt hier schon gestartet sind, und zwar ohne viel Werbung, sondern einfach aus bestimmten Impulsen, teilweise auch aus der Hochzeit heraus, da spüre ich einen urbanen Boden. Und da ist schon auch eine Möglichkeit, hier auch sich von der weiblichen Seite auch ein bisschen mitcoachen zu lassen. Und das nehme ich wirklich sehr gerne an. Das Spannende finde ich ja bei Leibniz, also von dem, was ich bisher mitgekriegt habe, ich war ja noch nie selber da, dass sich die Frauen, Damen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Nennen wir sie Königinnen. Sehr schön, ja, dass diese Königinnen, die sich da zusammengefunden haben, natürlich auch einen Ort manifestiert haben, wo dieses weibliche Prinzip ein Stück weit ja immer noch von dem aktuellen System, von dem Patriarchat getragen wird. Das heißt, gewisse Regeln, gewisse Dinge haben sie ja aus Notwendigkeit, auch durch die Unterstützung vom Staat, haben sie ja mit reingenommen. Also zum Beispiel, dass jeder seine eigene Wohnung hat. Ja. Das heißt, du hast quasi so diese minimalen Fallback-Regeln aus der jetzigen Gesellschaft, anstatt was komplett neu zu kreieren. Und dadurch ist ein gewisser Rahmen, sind gewisse Regeln ja natürlich dort auch gegeben, indem sie dann wiederum dieses weibliche Prinzip voll leben können. Ganz richtig. Also da sagst du etwas ganz, ganz, ganz Wahres. Hier hält das System des Patriarchats sozusagen tatsächlich das Haus zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wohnungen werden zur Verfügung gestellt vom Land und werden auch gewartet, auch gereinigt. Also nicht die Wohnungen selber, aber das Stiegenhaus und all diese ganzen Dinge. Das heißt, da wird einfach mehr oder weniger gezahlt dafür und dem unterwirft man sich. Aber dafür hat man halt diesen Rahmen, in dem man in seinen Heilungsimpulsen folgen kann. Und das, spüre ich, ist definitiv das Calling für die Zwischenzeit. Das System, das ziemlich sicher nach meiner Einschätzung jetzt einen ordentlichen Dämpfer und eine ordentliche Rekonstruierung erfahren wird, wird nach wie vor herangezogen werden müssen als Rahmengeber für diese neuen Inhalte, also eine Art von Heilungsphase, die einfach wirklich, ich spüre, dass 3-4 Jahre wird es auf jeden Fall brauchen, mindestens, bis das einmal sozusagen mal aufgefüllt ist, bis wir wirklich diesen Zugang auch wiederum zur Intuition und zu all diesen Dingen, die das Herz mit den reinen Impulsen versorgen. Was meine ich damit? Derzeit sind viele Dinge, die wir sozusagen intuitiv entscheiden, immer noch enorm geprägt von Verletzungen unserer Vergangenheit, die wiederum auf diesem System aufbauen, durch das wir alle gegangen sind. Das heißt, alles, was wir sagen, mein Herz sagt, ich spüre, dass meine innere Stimme sagt,
ist noch nicht die reine Stimme, ist noch nicht diese komplette Verbundenheit mit dem Divine, weil es natürlich getragen ist von Ängsten. Also das Herz spricht wie ein Kind. Und wenn das Kind sagt, mag ich nicht, heißt das nicht unbedingt, dass es schlecht ist, sondern es ist, macht mir Angst. Und das, glaube ich, mit einer gewissen Bewusstseinsarbeit, und in unserer Zeit geht sowieso alles viel schneller, wird notwendig sein, damit wir dann sozusagen wirklich in dieses schöne, goldene Zeitalter gehen können. Da bin ich absolut bei dir. Also auch, das ist, ich finde es ein super schönes Beispiel zu sehen, dass sowas auch tatsächlich, wenn man es richtig hinkriegt, mit Unterstützung von dem ach so bösen Staat tatsächlich umsetzen lässt. Ja? Also so auch, ist es. Da halt jetzt nicht noch keine Landsitzsiedlung ist oder kein solidarisches Dorfprojekt, wie es der Alander sich vorstellt, aber es hat da natürlich jetzt ganz vielen Menschen schon einen unglaublichen Freiraum, die eben schon riesige Schritte in diese Richtungen zu machen. Und auch schon wichtige Erfahrungen zusammen, bevor es dann jetzt, sage ich mal, das ganze System umgewälzt wird. Ja, weil dann genau. Brauchen die schon Erfahrungen damit haben. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir mit dieser unserer Zaubergarten-Serie hier einfach weiterhin wirklich dranbleiben. Weil wenn es dann fällt, braucht es wirklich schon diese Erfahrung der Pioniere. Und das ist für mich auch ein bisschen, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, weil die wurden derartig diffamiert und derartig belächelt und derartig so etwas von outgecastet. Und auch diese sind alle sehr verletzt. Und ich spüre aber, dass wir das erleben werden. Also normalerweise, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dann sind die Pioniere meistens arm gestorben. Das heißt, die hatten zwar ihre Erfindungen, die haben das dann gemacht, aber alle haben sie ausgelacht und das war's dann. Und dann hat irgendjemand diese Idee aufgegriffen und wurde enorm erfolgreich, weil er sie einfach ein bisschen vereinfacht hat. Und ich spüre aber, dass die Pioniere der 90er Jahre sehr wohl erleben werden, wie die Leute mal auf sie zukommen werden. Das heißt nicht, dass sie dann diejenigen sein werden, die das Ganze in die neue Zeit führen, sondern sie sind einfach nur diejenigen, die das Wissen zur Verfügung stellen werden. Und in die neue Zeit wird es wahrscheinlich sogar die nächste Generation führen. Also diejenigen, die Millennials, glaube ich, die werden das aufgreifen und ohne irgendeine Verletzung, eine geistige Verletzung oder eine seelische Verletzung und auch mit keinem Karma, mit Computer oder irgendwie, das ist alles so selbstverständlich, hier einfach ein cooles Projekt machen, einfach, also ganz unbeschwert. Und es ist unsere Aufgabe, sozusagen wir als Zwischengeneration, einfach den Raum zu halten und Weg zu bereiten und einfach Konzepte zu liefern, wo man halt arbeiten kann. Und da ist einfach wirklich auch das, wo ich spüre, wo meine Körperarbeit wirklich ins Spiel kommt. Also was, wo du ja schon ein bisschen mit mir schon ein Interview geführt hast, da merke ich... Dir ist schon bewusst, dass ich Millennial bin, oder? Ja, stimmt. Naja, deswegen glaube ich, also das glaube ich schon, dass die Generation von dir genau diese Leute sind. Also genau das, ihr seid da hier gefordert, weil ihr eben Kriege nicht erlebt habt, auch nicht von der zu nahen Generation und dadurch unbeschwert an diese Sachen rankommt, aber eben definitiv dieses Wissen habt, auch was kann man logistisch, was ist möglich, was ist mit Computern auch möglich. Einfach, ne? Und da, ja, also bin ich sehr hoffnungsvoll. Ja. Ich muss eins sagen, also ich weiß nicht, ich spüre das auch für mich so, ich weiß, ich habe bestimmt schon mal in einem Video auch gesagt, so wo Corona angefangen hat, wo das so in mein Bewusstsein gekommen ist, dass jetzt eine Zeitenwende ist. Das war für mich der erste Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin jetzt zur richtigen Zeit am Leben. Ich bin an der falschen Stelle geboren. Von dem glaube ich tatsächlich, dass ich da, das heißt, ich glaube, ich möchte da auf jeden Fall eine gewisse Rolle spielen, den Menschen in die neue Zeit helfen. Aber wo ich dann richtig gespannt drauf bin, das sind dann die Kinder, die schon im goldenen Zeitalter, also im neuen Zeitalter geboren werden. Ich glaube, wir können uns noch nicht mal im Ansatz vorstellen, was die reißen werden in Zukunft. Ja, also ich bin da auch wirklich, also ich komme aus der Gänsehaut nicht mehr raus. Auch interessanterweise, weil ich ja bis jetzt auch noch nicht das Vaterglück erlebt habe und das schon noch auf meiner Agenda ist. Und ich auch schon eine gewisse, jetzt einmal auch, wo ich es erlebt habe, ich habe ja sehr viel als Pädagoge gearbeitet, das heißt, ich kenne schon ein bisschen den Blick sozusagen auf was tut den Kindern gut und was nicht. Und ich spüre das sehr wohl, trotz Selbstverständlichkeit mit IT, die ganz wichtig ist, merke ich, dass ich meine Kinder bis zum 10., 12. Lebensjahr von zumindest sozialen Medien gerne fernhalten möchte und ihnen einmal die sozialen Medien
des Waldes und der Feinstofflichkeit auf der einen Seite und sehr gerne die technischen Gegebenheiten, wie man sich zum Beispiel mal einen Computer bauen kann. Also diese sozusagen wiederum an die Wurzeln gehen. Und ich bin überzeugt, dass also mit Tools, die wir zum Beispiel aus der Schettinin-Akademie, und da bin ich ja auch ganz involviert, ziehen werden können, wir das auch haben werden, weil die Voraussetzungen dieser sogenannten Indigo-Diamant-Kinder, die jetzt kommen, sind ja endlos. Also die magische Begabung, die diese Kinder auch haben werden, ganz sicher, ist ja noch gar nicht ausgeschöpft worden. Ein bisschen, glaube ich, wurde es auch durch das digitale Zeitalter gedämpft, weil einfach mehr oder weniger dieses Potenzial einfach mehr oder weniger auf einen Bildschirm gefangen worden ist. Und jetzt ist es ganz spannend, wenn, wie du es richtig sagst, diese Generation jetzt einmal ihr ganzes Potenzial ausschöpfen wird. Und da ist es dann wirklich, die machen dann wirklich dann dieses goldene Zeitalter. Und da, auch da wichtig, es braucht diese Brücken, es braucht diese Leute, die sehen, wie war es vorher, wie war es ganz vorher. Also ich habe ja auch noch ein bisschen die Erinnerungen, die meine Großmutter und mein Großvater mir mitgegeben haben, und das sind Kriegsgenerationen, wie die Freizeit gestaltet haben, wie die einfach unglaublich stundenlang einfach im Wald und in der Wiese und mit dem Floß selbst gebaut, also wie viel Abenteuer da möglich war und was sozusagen auf der anderen Seite natürlich soziale Medien und so weiter möglich ist in Kombination. Also da ist auch ganz konkret dieses andere Projekt, das ich betreue, Family Chore Games, wie kann man den Haushalt in einer Community so gestalten, dass er zum Agenten-Thriller wird, sodass die Kids einfach, yes, geil, und wenn sie wollen, also wenn sie dann, sag ich mal, alt genug sind, können sie das gerne auch teilen mit ihren Freunden, schau, wie die Mission haben wird, und dann das Ganze natürlich schon auch ein bisschen eine Möglichkeit zu wachsen und sich zu etablieren und uns dann vielleicht auch eben den Boden urbar zu machen, eben für diese großen geistigen Leistungen dieser Generation. Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte nichts wirklich von Verboten. Aber ich weiß, was du damit bezwecken willst. Ich glaube allerdings, was verboten ist, hat immer eine gewisse Anziehung auch. Und du kannst ja schauen. Ich bin ganz bei dir, aber was nicht zugänglich ist, kann nicht verboten werden. Also das, was ich spüre, deswegen suche ich wirklich dieses ökoligente Geschichte, ist schon so etwas wie ein Internat wie Schettinin-Akademie, eine Art von Bildungsdorf, wo einfach irgendwo Computer stehen werden. Aber es gibt dann halt keine iPads. Es gibt es dort nicht. Es gibt auch vielleicht Phones mit ganz beschränkten. Also dort, wo dieses ich hätte ich gerne, der hat eins und ich habe keins, gar nicht aufkommt, weil wir sowieso die ganze Zeit am Sport machen sind, am Permakultur lernen sind, Beziehungen knüpfen sind und unglaublich viel lernen, also wirklich unglaublich viel lernen in kürzester Zeit, dass das einfach nicht Thema ist. Und spätestens ab dem 12. Lebensjahr, wo sie dann lernen, diese ganzen Sachen wirklich selber zu bauen, ist ja dann kein Problem. Also dann ist der Vorbau ja schon gegeben und sie sprechen ja mit jedem Baum und jeder Pflanze. Dann diese Persönlichkeiten kannst du nicht, aber ich bin ganz bei dir, würde man das verbieten in einem gesellschaftlichen Rahmen, der jetzt immer andockt an System und Gesellschaft, dann sehe ich es schwierig. Also es braucht sicherlich aus so einem isolierten... Jetzt, ehrlich gesagt, auch so wie du sagst, kritisch, weil ich finde, da kann man viele Sachen gut nutzen. Ich persönlich würde da echt eher über die Schiene gehen, dem Kind das wirklich beizubringen, auch zu fühlen, was es macht mit ihm. Und ich glaube, wenn du dein Kind einfach bewusst machst, achte drauf, wie du dich fühlst, achte drauf, was es mit dir macht, was macht es mit dir, wenn du draußen spielst, wie fühlst du dich danach, was macht es mit dir, wenn du 2 Stunden am PC hockst, wie fühlst du dich danach? Werden Kinder, glaube ich, ganz automatisch lernen und werden merken, es gibt zwar, dann ich zahle einen Preis dafür, und es gibt Sachen, da ist es dann so geschickt, einfach kurz eine E-Mail zu schreiben oder so, da benutze ich es gerne. Werden mit Sicherheit nicht so wie heute oder wie auch ich früher ständig am Handy hängen. Ja, also ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich es ja hier in Liebnitz erlebe. Also es ist ja ganz spannend, die Elterngeneration, meistens sind es Frauen, und die Kindergeneration, alles Jungs. Und natürlich, also die hängen hier sehr wohl drin und die lieben ihre Minecrafts und ihre Shoot'n'Runs. Und tatsächlich wird das gemacht hier. Also hier wird sehr wohl gefragt, nachgefragt, und das finde ich großartig. Also diese Königinnen machen da diese Arbeit sehr gut und versuchen da hier auch ein Bewusstsein. Und die Kinder sind sehr reflektiert und geben gute Antworten, hängen aber trotzdem dran.
Also es ist dann nicht so, dass man sagt, nur weil das Bewusstsein geschaffen ist, wird dann deswegen nicht weniger gespielt. Es wird genauso, es wird auch in den Wald gegangen, also das schon auch. Ja? Also da ist schon viel mehr, was ein Stadtkind jetzt nicht hat. Aber es ist auch sehr viel das und bis zu einem gewissen Grad ist es, und das weiß ich jetzt auch wirklich, gerade wenn man alleinerziehend ist, manchmal für die Mutter einfach eine enorme Entlastung, wenn das Kind einmal 2 Stunden Video schaut oder spielt. Das ist dann sind Sachen erledigbar. Also das ist ja ein bisschen, wo ich versuche, mit den Family Chore Games da ein bisschen eine Alternative reinzubringen. Aber da bin ich jetzt mittlerweile überzeugt. Sagen, Albert, es kommt, im Bewusstsein ist ja kein 1 oder 0. Und die Kids sind noch in einer anderen Generation also sind noch mal ganz anders aufgewachsen oder vielleicht einen frischen Schritt als jemand, der jetzt in einem solidarischen Dorf wie wir in Zukunft lebt. Ja, sicherlich, sicherlich. Und die sind immer noch angeschlossen an ihre Schulkameraden, die natürlich ganz, ganz, ganz viel Einfluss in dem Alter haben. Das darfst du halt nicht vergessen, weil wenn du da deine Freunde und da sind die Coolen und die Coolen spielen halt Minecraft und dann trifft man sich zum Minecraft-Spielen natürlich lieber, weil da wiederum dann die Beziehung zum Menschen stärker ist. Wenn du aber im gesamten Ding bist in einer, sag ich mal, ein Stück weit vielleicht auch Blase. Ich glaube, wenn die alle in Liebnitz wohnen würden, dann würden die nicht Minecraft spielen, dann würden die rausgehen und irgendwas machen. Leider schon. Also all diese Jungs sind ja homeschooled, die sind ja sozusagen bei uns und spielen trotzdem Minecraft. Ach, die sind gar nicht in der Schule. Die sind nicht, großteils nicht in der Schule. Also sie werden jetzt im Herbst ganz spannend in einen wirklich schönen Schulversuch gehen, der sich so das Beste aus Montessori und erlebtes Lernen, also sehr viel Handwerk, sehr viel Kunst und sehr, also sehr auch nach Impulsen, auch ein bisschen episodenhaftes Lernen, also kapitelweise. Das nennt sich die Waldviertler Kinderschule, die ist noch nicht zugelassen. Also das interessiert mich sehr, da auch mal hineinzuschnuppern, weil die dürften wirklich auch von der Infrastruktur ganz coole Sachen, also wirklich Werkstätte und wirklich haptisch, also wirklich spannend. Und da wird es dann sozusagen nochmal spannend, was dann sozusagen dabei herauskommt. Aber eben, also das ist jetzt das, was ich jetzt sehe. Internet ist allpräsent, natürlich auch speziell, natürlich wird das ja auch ein bisschen vorgelebt, wenn die Mamis alle mehr oder weniger in vielen sozialen Netzwerken drinnen sind, das teilweise auch beruflich gemacht haben eine Zeit lang, ist es schwer, dem Kind zu sagen, naja, du nicht, ne? Beziehungsweise manche haben es dann eben zumindest kein Handy, aber die haben natürlich ein iPad. Und sobald der Zugang zum Internet da ist, also dieses Talent ist schon vorhanden. Und wer weiß, also wir können uns noch so überraschen lassen, was hier sozusagen an genetischen Wundern auch noch passieren wird. Aber die Zugang zu solidarischen Dörfern und diese Blasen einmal zu erschaffen, und ich sehe das weniger als Blase, sondern wirklich so ein bisschen so als viele kleine Pilze, ja, von denen man auch ein bisschen runterspringen kann und dann wiederum aufspringen kann, ne? So Super Mario-mäßig. Blase soll es ja nicht sein, wir wollen ja schon mit der Außenwelt im Kontakt sein und da auch mithelfen und auch, sag ich mal, unsere Kids irgendwann für Abenteuer in die große, weite Welt rausschicken. Ja, klar, in den Großstadtdschungel, so sollten sie auch vorbereitet sein. Ich glaube, das Wort, was mir am besten gefällt in letzter Zeit, ist eine Heimat zu schaffen, eine wirkliche Heimat. Wer hat sowas noch heutzutage? Ja. Den er wirklich Heimat nennen kann. Nicht einfach nur irgendwie das Haus von meinen Eltern, sondern. Nein. Heim. Wo das Heimelige, ne? Das Heim, auch das Heimliche, sowieso. Das sind meine kleinen meine speziellen Geheimnisse, meine Abenteuer. Da verbindet mich wirklich ganz viel mit meinem Herzen da. Ja, absolut, absolut. Also das ist ja das, was in den Anastasia-Büchern, finde ich, auch sehr schön mit diesen Stammsitzen dargestellt wird. Also das ist, ja, macht das schon stimmt. Sinn. Also. Das ist was, das fühle ich so ein bisschen, seit ich das gelesen habe, aber ich glaube, ich kann mir das noch nicht mal im Ansatz vorstellen, was das auch mit uns machen wird, wenn wir wirklich, also nicht nur Heimat im Sinne von einem Stück Land, sondern auch Heimat im Sinne von ganz vielen Pflanzenwesen, die wir aufgezogen haben und wo auch da einfach schon so viel selbstverständlich und Liebe und gute Energie in der Luft ist. Ich glaube, das kann ich echt die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft und meine Vorstellungskraft ist riesig. Ja. Ich gehe da schon mit dir mit, weil also trotz meines druidischen Backgrounds und dem wirklich sehr regelmäßigen Aufenthalts in Wald und Natur, bin ich, glaube ich, auch noch weit entfernt von diesem ganz, ganz feinfühligen Kommunikation, von dem uns der Matthias erzählt hat und auch der Alanda.
was es heißt, wirklich mit einer Deva in Kontakt zu treten. Und also ich bin ja jemand, der in der Natur sehr physisch ist. Also ich mache meine athletischen Bewegungen und Übungen in der Thaya, im Fluss und umarme Bäume, aber nicht nur umarme, ich kräftige mich an ihnen auch und gehe dann sehr wohl auch in was Feinstoffliches hinein. Aber das ist, glaube ich, dort immer noch so ein sehr, sehr, sehr grobstofflicher Ansatz. Und auch da erlebe ich Unglaubliches. Also auch da erlebe ich, dass mir Rehe nahe kommen und Eichhörnchen. Und also selbst in diesem Zwischenbereich. Aber ich bin ganz bei dir, dort, wo es dann wirklich in dieses ganz, ganz Feine hineingeht. Ja, das sind dann wahrscheinlich die Elben der nächsten Generation. Mhm. Absolut, ja. Und ich glaube, das war auch ein schönes Schlusswort, oder? Ich glaube auch. Da lassen wir die Elben der nächsten Generation uns ins goldene Zeitalter führen. Definitiv, das machen wir. Vielen, vielen Dank dir, Albert, für deine Zeit. Ich danke dir. Vielen Dank an die Zuschauer, die bis jetzt dabei waren. Gerne liken, gerne abonnieren, gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr irgendwas cool oder auch nicht so cool fandet. Wir sind immer für Feedback offen. Ja, wenn ihr Sachen gesehen habt und sagt, hey, voll geil, ich möchte mitmachen, ich möchte mithelfen, ich möchte sowas auch, schreibt sehr gerne. Ja, wenn es auf YouTube ist, hinterlasst irgendwie oder geht am besten auf Facebook, Joyful Samurai oder Albert Alle Kessler. Genau. Kontaktiert uns, habt keine Scheu. Also es ist wirklich viel vor. Dominik hat ja nur im Ansatz erwähnt, was für zusätzliche Netzwerke da passieren. Also es geht hier wirklich, wir sammeln Material, um ins Tun zu kommen. Es geht hier nicht nur um Blabla und noch einen Blog zu diesem Thema, sondern wir sammeln die Menschen, die wir zusammenbringen wollen und dann den Weg vorbereiten, den die Elben der nächsten Generation beschreiten dürfen. So schaut's aus. Ciao, ciao, Leute.